Hey, das macht Spaß. Hi, ich bin's wieder. Und der Postbote hat mir heute was gebracht. Nämlich ein kleines Päckchen aus Indien. Und was haben wir da drin? Einen LED-Scheinwerfer. Und ich würde gerne mal ausprobieren, ob der denn tatsächlich heller ist als das, was ich jetzt drin habe, nämlich diese Nightbreaker-Glühbirne. Ich denke ja schon, ne? Und ja, ich weiß, der hat keine Zulassung, aber ausprobieren möchte ich es trotzdem mal, weil der war nicht sehr teuer. Und bevor ich mir dann wirklich sowas Teures kaufe, will ich erstmal wissen, ob mir das wirklich was bringt. Das heißt, den werde ich jetzt mal reinbauen. Dann werde ich vorher schon mit einer App die Leuchtstärke messen, die ich jetzt habe. Und dann werde ich versuchen, das Ding einzubauen und dann mal messen, ob sich wirklich was verändert hat. Und dann sehen wir mal weiter. Dann werde ich mal fahren nachts damit und ja, dann schauen wir mal. Die App, die ich jetzt dafür benutzen würde, die heißt Lux. Und den Scheinwerfer lasse ich mal hier auf die Tür leuchten. Und dann wollen wir mal sehen. Das muss ich mit der anderen Hand machen. Dann wollen wir mal sehen. Ups, na komm. Ja, also das sind 675 Lux. Dann baue ich jetzt mal um und schauen wir mal, was das Ganze dann, na, 663. Ja, aber wir wissen die so ungefähr dazwischen. So, jetzt baue ich den Scheinwerfer ein. So, hier sitzen zwei Schrauben. Einmal hier. Na, so. Und auf der anderen Seite auch. So, ich weiß nicht, ob man es sieht. Den machen wir ab. Den hier auch, das ist fürs Standlicht. Da ist hier so ein Clip drauf. So, jetzt haben wir den Scheinwerfer schon in der Hand. Ich vermute mal, dass das hier mit den Klammern gehalten werden soll. Und dann machen wir die mal vorsichtig raus. Einmal. Ups, die war schon weg, aber die finden wir gleich wieder. Zwei, drei, vier. So, die fünfte holen wir gleich. Dann können wir den schon rausnehmen. Ja, es wird schwierig. Da ist, ich sehe es, da ist er eingehakt. Und hoppala. Ja, wo kriegen wir den am besten raus? Nee, so nicht. Ja, das werde ich wohl ein bisschen verbiegen müssen. Ungern. Aber dann geht's. So. Und wenn das oben ist, und dann müsste das hier so rein. So, da ist oben. Und jetzt schauen wir mal, ob wir die Klemmerchen wieder reinsetzen können. Das überhaupt funktioniert. Nicht so wirklich. Ah, vielleicht muss das hier rein. Schauen wir mal. Das könnte sein, ja. Also hier sind so Aussparungen. Ah ja, und das geht. Okay, dann machen wir es dahin. Ups. So. Also hier an der Stelle ist es schwierig.
Weil da saß bei dem Alten die Haltenase, dass das nicht falsch rammen kann. Wenn ich hier drunter gehe, ist es sehr gespannt und drüber klappt es nicht. Ja, man merkt, dass das Ding billig war. So, ich glaube, jetzt kriege ich es aber. Ja, fast. Ja. Also, jetzt geht's. Und es sitzt eigentlich ganz fest. Dann machen wir es mal rein und probieren. Sie leuchtet. Und jetzt schauen wir mal, ob das einen Unterschied macht. Ja, macht es. Aber ich sag mal, so wirklich gewaltig ist der Unterschied nicht. Deshalb muss ich es nochmal auf der Straße ausprobieren. Gucken wir mal, vielleicht klappt das heute Abend sogar. Aber das ist nicht das einzige Problem, weil ich mache gerade mal aus. Obwohl, ich probiere auch nochmal das Fernlicht. Ja, funktioniert. Das sieht schön hell aus. Ich will auch mal gucken, wie warm das wird. Aber was ich erstmal beseitigen muss, ist, ne, das wackelt auf einmal. Also da muss noch irgendwas zum Dämmen dazwischen, weil sonst wird man wahnsinnig. Das mache ich jetzt mal als erstes. Standlicht habe ich auch noch nicht angeschlossen, weil da müsste ich einen anderen Stecker dran machen. Aber ich denke sowieso nicht, dass der Scheinwerfer da drin bleibt, weil, wie gesagt, der hat kein Prüfzeichen. Natürlich, ein TÜV käme das eh nicht. Ich mache jetzt erstmal das Rappeln weg und dann heute Abend mal bei dunkler Straße probieren, ob das einen Unterschied macht. Vielleicht streut das Ding noch breiter und dann schauen wir mal. So, ich hatte das Ding jetzt 5 Minuten laufen mit Fernlicht und Normallicht an. Aber das wird nicht mal handwarm. Also hier die Kühlrippen, die machen ihre Arbeit gut. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das Ganze noch klapperfrei da reinkriege. Und dann probieren wir mal aus. So, ich habe jetzt hier ein bisschen Isoband drüber geklebt. Hier um die Ecke. Und jetzt sollen wir mal schauen, ob das jetzt funktioniert. Also hier oben einhaken wieder. Hier oben auch. So. Und da machen wir die Schrauben rein. Eine. Und die zweite. Bin ich ein bisschen im Weg. Aber ich glaube, das war es noch nicht. Nee, das klappert immer noch. Gut, das können wir so nicht lassen. Ich habe jetzt hier oben auch noch ein bisschen Isoband drum gemacht. Jetzt schauen wir mal, ob es jetzt reicht. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. So. Mal. Und die zweite. So. Jawohl. Jetzt ist Schluss mit Klapperei. Gut, dann lassen wir das mal so und starten mal den Nachttest. Als noch, ob das jetzt hübscher aussieht als vorher, das überlasse ich jetzt mal jedem Einzelnen. Thank you.
Fazit, das Licht ist deutlich besser. Allerdings das Fernlicht ist ein bisschen eine Enttäuschung, weil so weit sie die Ferne geht, das ist schon noch hell und es ist auch besser als das vorher. Aber da hatte ich mir ein bisschen mehr versprochen. Ja, schauen wir mal, ob es letztendlich vielleicht doch noch ein anderer wird. Vielleicht sogar mit einem Prüfzeichen drauf. Man weiß es nicht. Jetzt muss ich erstmal wieder zurückbauen. Und das mache ich aber morgen früh, wenn es hell ist. Bis dahin, wenn es euch ein bisschen gefallen hat, wie immer, Daumen hoch, abonnieren, falls ihr nicht schon habt. Und wenn nicht, dann trotzdem. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.